Hallo, einen schönen guten Tag. Hier ist die Frau Lohert vom Ausbildungswerk der körperlich Behinderten und Blinden. Wir kämpfen gerade händeringend um die Prüfungsaufträge für unsere Blinden, die ja leider immer nur nach Aufträge arbeiten dürfen. Und Was da machen sollte, Sie? also die Mädchen weben die schönen Handtücher, Geschirrtücher, die Jungs machen die Besen, Bürsten. Und unsere Behinderten die Körbe aus Geschilderweide und die Kokosfußmatten. Und Und wer? warum habe Sie bei mir angerufen? Ja, da fragen wir einmalig, ob ein Blinder auch für Sie was herstellen darf, damit wir auch durch Ihre Hilfe einen Blinden ins Arbeitsleben eingliedern können. Also wenn ich eine Bestellung mache, dann wird er eine Arbeit bekommen. Genau, wenn Sie sagen, wir dürfen was herstellen, würde der Auftrag sofort in der Werkstatt runtergehen. Das würde so 2 bis 4 Tage dauern, bis das hergestellt worden ist. Sie würden von uns alles nochmal schriftlich mit einer Auftragsbestätigung erhalten. Dann so in 10 bis 14 Tagen die Ware auf Rechnung, damit Sie sich da wirklich von überzeugen können, dass es tatsächlich Blindenware ist. Und wenn alles in Ordnung ist, bezahlen Sie selbstständig und durch diese Hilfe kann der Jugendliche nach Hause, um dort in den geschützten Werkstätten für Lohn und Brot zu arbeiten. Also das ist, wenn er so ein die so ein Besen machen, die Besen kaufen, dann der einen Arbeitsplatz haben. Richtig. Oh mein, und was kostet so ein Also, Besen, wenn der da immer arbeiten kann? der Besen, es kommt drauf an, wollen Sie so mehr Stubenbesen oder Hofterrassenbesen? Ja, wir haben Ziegefarm. Ich brauche für den Hof, kann man dann ein Besen haben? Ah, so ein Hof, dann würde ich sagen, nur Elastonbesen, der aus rote Borsten, ne? Schweineborsten? So, nein, der ist aus Elaston. Was ist das denn? Das sage ich Ihnen auch gleich. Elaston, das ist Kunststabe, der Faser für das Grobe, besonders geeignet für Hof und Straße, auch bei Nässe und Schnee. Ja, und das wird Das ist der. das Asphalt nicht kaputt machen. Nein, macht der Asphalt nicht kaputt. Oder wir nehmen einen Hofterrassenbesen. Der ist aus Arenga und aus Arenga-Elaston. Das sind die roten und schwarzen Borsten. Das, Denn okay. Arenga ist ja noch Blattfaser der Zuckerpalme, ne, Zuckerbrenner. aus feuchten Gebieten. Ja, da ist Ja. das ist so ein Gemischter. Den kann man für Hof und Terrasse Und nehmen. kann man das dann bei unserer Temperatur auch haben? Oder wird das kaputt gehen? Das wird definitiv nicht kaputt gehen. Weil ich habe schon mal Also Sie. so ein Zuckerdings da schon mal bei Internet kaufen und wir haben das dann bei Garten schön Erde dran machen und das 3 Monate war kaputt. Also dann ist doch lieber nur Elaston, ne? Also nur mit den roten Und Borsten, wie würde ich groß dann wär, und wie sagen. lang braucht es, bis die dann wachsen? Sie meinen jetzt, wie lange der fertig hergestellt wird? Ne, die Zuckerpalmen, wie lange das dauert, Ach so, nein, bis den Früchte tragen. nein. Diese Materialien sind ja bei uns. Der Arenga besteht ja da draus. Und diese Borsten haben wir ja schon. Wir brauchen nur den Auftrag. Den Einkauf, das hatten wir ja schon. Ja, und habe Diese sie. Arenga, aber den nehmen wir ja nicht. Ja, habe sie dann auch dunkel für den Baum? Für Hallo? den Baum. Ja, es ist Ja, aber ich bin doch noch da. das Zuckerpalmen. Wollte ich. Nein, der besteht nur, der Arenga besteht da draus. Der Arenga-Besen besteht aus der Zuckerpalme, die Blattfaser. Also kann ich den nicht bei Garte Aber stellen? den Besen, also den würde ich auch nicht nehmen, denn Elaston ist für Sie geeignet. Ach so. Der Elastonbesen, also Arenga nehmen wir gar nicht, weil Sie brauchen nur einen für den Hof. Sie brauchen ja einen Elastonbesen für das Grobe, besonders für den Hof, Straße und bei Nässe, richtig? Ja, kann man das auch bei Ziegestall reinnehmen? Bei was? Bei Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ziegestall? Ziegenstall. Das ist eine gute Frage. Ja, kann ich dann eine gute Antwort haben? Ja, da können Sie eine gute Antwort haben. Ich Sehr überlege gut. gerade bei Ziegen. Ein Ziegenstall. Da würde ich doch Hof- und Terrassenbesen nehmen. Dann Ja. Arenga und Elaston. Ist das Dann nehme ich doch besser? den schwarzen. Ist Das das ist besser. Hof ja? und Terrasse. Ist das besser für Feldpflegegeeignung? Naja, Feld, da nehmen Sie ja kein Besen.
Wir haben so ein Vegetin, weil die habe ja Parasitik, dass man das daraus Entfernung machen. Also Sie meinen hauptsächlich für das Grobe und Nässe, ne? Ein Dass Sie Finissen, den Besen brauchen. ja. Für Nässe und für den groben Schmutz. Ja, weil die habe ja, wenn die das auch mal dreckig werden, dass man das, das kann man das Richtig dann schön sauber wegmachen. macht. Ja. Ist das Nee. auch Dann bleiben für, wir. kann man da dann auch, werde da auf die Zecke weggehen? Nee, Zecke, da gibt das doch extra hier so eine Zecken, Ja, wir können ja nicht bei 300 Ziegen jeden Tag mit Pinzette und Lupe gucken. Da muss man starke Besen haben. Da haben Sie vollkommen recht. Wollen Sie Da haben Sie vielleicht recht. für Ihre Besen, möchten Sie vielleicht Ziegenhaar kaufen? Nee, das bringt uns nichts. Oder Wir brauchen ja. kann man das spenden? Ziegenhaar. Nee, das hilft uns nicht. Das haben wir ja alles. Also wir haben ja auch diesen Staubwedel aus Ziegenhaar. Habe Sie Diese aus Ziegenhaaren? Materialien haben wir. Wo kommen denn Ja, aus Ziegenhaar mit dem her? Staubwedel. Wo kommen denn her, den Das Ziegenhaar? kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, wo der Das ist herkommt. Also die ganz oft. Ziegenhaaren. Ja. Also ich weiß nur, dass wir diese Bürsten unsere Jugendlichen herstellen. Ja, Und aus was die sind. und da Ne, muss aber man woher halt. jetzt diese Materialien kommen, Ja. das kann ich Ihnen nicht Weil sagen. wir haben halt hypoallergenen Ziegen. Das ist halt auch für Allergik Kleidung geeignet. Vielleicht ist das für Ihre Leute auch sehr gut wegen Arbeitssicherheit, dass die keinen Schnupfen bekommen. Das kriegen die nicht. Ach Die so. suchen nur ihre Aufträge, damit sie jetzt durch die Prüfung kommen und dann nach Hause, um in den geschützten Werkstätten zu arbeiten. Also dürfe die nicht bei IHK eine Prüfung machen, wenn den Leute nicht bestellen? Das machen wir ja doch. Nee, dann dürfen sie es nicht. Aber was Weil wir ist. uns selber finanzieren, Oh mein als, Gott. wir finanzieren uns ja selber. Und deswegen dürfen sie auch nur nach Aufträge arbeiten. Und wenn jetzt den Leute da nicht bestellen, dann müsse die Ausbildung abbrechen. Dann sind die so lange bei uns erstmal noch in der Werkstatt beschäftigt, aber die kommen nicht nach Hause. Und ist das dann, was ist das für ein Beruf, was den lernen? Weberin machen die Mädchen Ja. und die Jungs Besenbürstenhersteller. Ist das der richtige Beruf? Binder, Besenbürstenbinder, ja. Ja. Kann man so, weil wir haben ja, ich habe ja gesagt, wir haben ja 300 Ziegen. Ja. Und das Ja. ist, wenn wir Scherung machen, da haben wir sehr viel Ziegenhaar. Kann man das vielleicht, dass die mal ein Praktikum machen? Das könnte die Nee, Ziegenhaarverarbeitung bestqualitativ in nein, Ziegenhaar. das geht nicht, das funktioniert Soll nicht. ich Ihnen mal so 600 Gramm Probepackung schicken? Das beste Haar von Nein, nein, Kasachstan. ja, Oh das mein Gott. glaube ich, aber damit kann ich nichts anfangen. Ja, Sie können doch einen Materialtest machen. Dann müssen Sie das nicht kaufen. Ich brauche das nicht. Das Oder ist Sie lieb können. gemeint, aber ich brauche das wirklich Wir nicht. haben auch schon mal einen Praxistest machen, weil die Ziege, wenn den sterben, da hat man ja den Horn, da kann man auch Bessestiel draus machen, aus Ziegehorn. Nee, das hilft uns aber nicht. Oh Das mein hilft uns Gott. nur, wenn Sie einen Besen abnehmen oder einen Handfeger oder eine Schaufel, sonst können wir nichts tun. Also kann man da keine Materialspendung machen. Nein, nein. Oh mein Gott, ja, Nein. kann man das auch abholen? Was, unsere Materialien? Ja. Sie können in eine Werkstatt und das abholen, na klar. Wenn Sie aus Hamburg in der Nähe kommen, ja, ich sehe ja von Ihnen gar nichts hier. Ja, und Weil dann. Sie haben jetzt nämlich anonym zurückgerufen. Ja, das ist, weil wir immer so Telefonterror bei Ziegefarm haben. Das mussten wir abwehren Ach machen. so. Okay, nee, ist auch nicht so schlimm. Na, Ja. das ist ja auch kein Problem. Weil dann würde ich jetzt zu meiner Na? Frau sagen, die sollen mal bei Azubi, der soll bei Wagen und dass der die Sachen zu ihnen bringen. Nein. Nein, also wenn Sie jetzt was für uns bestellen, dann können Sie das abholen. Aber ich möchte keine Ziegenhaare haben. Und der Das Hörner? darf ich nicht annehmen. Aber Nein, ja, das warum dürfen wir nicht? nicht. Aber Was? warum nicht? Weil das nicht funktioniert. Oh, ich bin Ich doch hin. brauche Ihre. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, aber es geht nicht. Ja, wir Da kommen können Sie auch. doof. Ich bin Ihre Ziegenhaare hier an. Nee, es tut mir leid, aber Also so funktioniert das nicht. wir haben mal eine Durchrechnung machen, weil bisher haben wir das Geschäft fällt noch nicht Erschließung machen. Wir haben 3 Tonnen bei Jahr können wir liefern. Und wir können Produktion auch Nein. steigern, wenn Sie mehr brauchen.
Nein, wir möchten aber keine. Ich muss das Gespräch jetzt ab. Ich muss jetzt kurz. Ich kann nicht mehr. Ja, das ist. Wir können auch, das, was wir auch immer in Überfluss haben, wir haben Sippe-Container mit Ziegenkacke, das können wir auch bei Ihnen bringen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Möchte sie Ziege Tschüss. kaufen? Hallo? Hallo? Oh mein Gott.